Servus, hier ist nicht der Weihnachtsmann, sondern hier ist der Bachmeier mit seinem Rezept für die TZ München. Heute gibt es was aus der russischen Speisekarte und zwar ein Stroganow. Loslegen tun wir mit dem rote Beete schneiden. Ganz wichtig, Handschuhe. Und zwar nicht nur für die Hände, sondern auch fürs Brett. Rote Beete in Scheiben schneiden und dann in Streifen. Praktisch ist die Folie auch, ich nehme die roten Beete einfach und lasse sie wieder zurück in meine Schüssel laufen. Als nächstes schneiden wir uns unsere Cornichons, unsere Schalotten und die Champignons. Als erstes etwas Öl in die Pfanne, heiß werden lassen und dann geht das Fleisch dazu und das Fleisch scharf anbraten. Dann kommt das Fleisch aus der Pfanne wieder zurück, das Öl auch mit abgießen und dann Butter in die Pfanne und aufschäumen lassen. Die Schalotten und die Champignons dazu. Und mit Weißwein ablöschen. Ein bisschen einkochen lassen. Die Geflügelbrühe dazu und etwas Cornichonsud und das Ganze muss jetzt schön kräftig einkochen. Dann geht etwas Sahne mit dazu und jetzt lassen wir es nochmal einkochen, bis es etwas Bindung bekommt. Zum Schluss kommen jetzt noch die Cornichons dazu und unsere roten Beete. Dadurch färbt sich die Soße wunderbar rosafarben. Ah, ist das ein Traum, oder? Und jetzt noch ein Löffel vom Senf. Lassen es noch mal kurz aufkochen. Rühren ein bisschen um. Jetzt wird das Ganze mit etwas Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Dann können wir hier übers Fleisch auch noch jetzt ein bisschen das Salz geben. Etwas Pfeffer und geben das Fleisch mit dem Bratensaft mit dazu und schwenken das Ganze durch. Probieren das einmal und jetzt richten wir auch schon an. Jetzt geben wir in so ein kleines Tellerchen rein. Dazu passt wunderbar Reis oder auch Röstkartoffeln. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Oder auch mal ganz ohne Sättigungsbeilage. So, dann noch etwas Garnitur. Und was bei so einem russischen Gericht natürlich oben immer drauf gehört, das ist etwas Sauerrahm. So, das war's auch schon. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Schöne Adventszeit, der Bachmeier.